Hallo liebe Freunde, ich bin's wieder, der Chili Hot Dog hier und ich habe mir heute jemanden eingeladen. Ja. Ja, den Fair Gamer, ein guter Kumpel von mir. Zwar kein Let's Player, aber ich kann ja auch mal Freunde einladen und so. Und wo waren wir stehen geblieben? Ich war. Oh, eine Fee. Flasche. Schnapp sie dir alle. Ja, komm und schnapp sie dir, ne? Ja. Hast du mein Special-Video eigentlich gesehen, als wir alle gesungen haben? Ja, na klar, muss ja, ne? Du hast eine Fee gefangen. Eine Fee ist immer gut, so. Das stand da zwar nicht, aber egal. So, was habe ich mit dem Typ da gesprochen? Ich glaube, ja. War das nicht von wegen... Ach genau, der hatte Hunger. Und ich hau mal die Statuen an, da, weil nur wenn ich die Statue anhau, kann ich das Lied ja Schwingen spielen. An den Dingern. Na komm. Ich will unbedingt die Hasenohren haben. Es geht mir jetzt schon so auf den Piss hier. So. Was ist das denn da oben? Es ist blau. Ich mag es. Sag was. Warnung. Warnung für öffentlichen Verkehr und Leute, die den Goronensprung nicht beherrschen, gesperrt. Goronensprung? Puh! Ja. Puh! Kriegst du wieder. Yo Mom. Ne, immer? Yo Mom. Ja, dein Lieblingsspruch. Ja. Aber eigentlich nur ein LOL. Okay, wir müssen also erstmal, was jetzt sehr, sehr... Ja, ich rate jetzt einfach mal ins Blaue eine Goron-Maske bekommen, damit wir den Goron-Sprung erlernen. Ich weiß gar nicht, wie man darauf kommen soll. Bestimmt ist es verkehrt. So, was ist hier? Das sieht so verdächtig aus. Warnung an alle Goron. Tiefes Wasser. Nicht schwimmen, sollten hier Abstand halten. Ja. Du mich auch. Und es hat gedündelt. Von wo kommt... Ich brauche eine Karte. Das ist total nervig ohne Karte. So, kriegt man die Karten hier nicht von Tingle? Genau, ja, aber hier ist kein Tingle. Das ist ja das Dumme. Tja, shit happens. Ich sehe Tingle. Ja. Mom. Hinterlässt du was? Nein. Guck mal, komm, oh, vielleicht war er runtergefallen. Nacht des ersten Tages. Es verbleiben 60 Stunden. So. Und wir laufen. Ah. Ich mag es nicht. Friss. Hab ich ihn getroffen? Man weiß es nicht. Der ist so schwul. Hallo, grüne Kleidung. Weise Fee. Ach komm hier. Nee, lass mal. Tingel, ich weiß, wer du bist und ich will Karten von dir. Fertig. Also guck dir das doch an. Das sieht doch sehr. Ne? Ja, ja, gezeichnet. Wollen Sie Karte kaufen? Ja, ich möchte. Ich kaufe beide Karten, weil es kann. Hurra. So, das ist jetzt hier Peak oder Pick. Hiberna. Hibinia. Keine Ahnung. Gedöns. Tingel, tingel. Kulu. Rimi. Pa. Ja. Guck mal, wie sie dreht. Ja, komm. Lava, ich will eine Karte kaufen. So. Eine Ranch. Keine Ahnung. Wieso hat er so ein flaches Gesicht? Ich frag es gar nicht. Genau deswegen. Den Schatz, aber den. Oh. Fuck you. Kannst du nicht einfach weiterlaufen? Könnte ich schon, aber das wäre nur halb so lustig. Cheetor! Cheetor! Okay, du hast recht. Ich
möchte die Videozeit nicht mit unnötig durch die Gegend gelaufen und Epic Wolf Battle füllen. So, wo bin ich hier? Ich bin hier im Grunendorf. Und irgendwie, siehst du die Karte? Die ist ein bisschen sehr merkwürdig, finde ich. Sieht aus wie so ein Smiley oder so ein Gesicht. Ja, findest du? Ah! Mist! Das war wichtig, glaube ich. Ja. Ja, beeil dich, ja. Das hier? Nein. Ich höre, wie das Tor wieder zugeht, aber ich weiß immer noch nicht. Ich kann es immer noch nicht ordnen. Oh. Nee, your mom. Ich hatte eine. Also, ich habe die Karte nicht mehr. Nein, ich bin ja Zeit zurückgegangen. Okay, sonst könnte man die Karte hier abgeben und da oben würde man zum Herzteil kommen. Wie wir schon mal hatten. In der Stadt am Anfang direkt und. Nein, nein. Nein, ich will nicht. Guck mal, wer da ist. Guck mal. Ich mag ihn. Es ist ja klar, dass du ihn magst. Warum ist hier ein Schatten? Vielleicht ist da ein Ballon oder so. Nach oben gucken. Ich will nicht. Ich wollte nicht. Okay. Wie alt hatte ich ihn nochmal gesprochen? Hatte ich ihn relativ weise oder? Naja, ich frage aber nur. Juhu, so trifft man sich wieder, Feenkind. Wir waren dir meine Stadt und von Nutzen? Es sieht so aus, als würde in dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Goronen. Ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird diesem Land mehr erblühen können. Das musste ich ja, weil das so farbig war. Was muss ich jetzt mit blühen oder keine Ahnung, weil da ja gerade das so rot geschrieben war. Naja, egal. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt von einigen Licht der was? Was ist das für ein Satz? Doch bist du erfüllt von ewigem Licht der Werte. So. Wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Sag mir, willst du weitergehen? Ja klar will ich weitergehen. Na klar. Juhu. Viele Stärken wohnen in dir, mein Kind. Ich bin nicht dein Kind, du bist nicht mein Vater. Du bist nicht auf Vader. Ich hoffe, es sind genug, um das Schicksal dieses Berges zu beeinflussen. Ich werde mich nun erheben. Ja. Tschüss. Hau ab. Ich will dich nicht mehr sehen. Du bist dumm. Doch vertraue nicht nur deinen Augen. Warum ist das so? Okay, ich vertraue nicht nur meinen Augen. Ich mache jetzt einfach nur. Ah, deswegen spiele ich das Spiel ja blind. Ah, ja. Tut mir leid. Lass dich von deinen Gefühlen. Man sollte sich nicht von seinen Gefühlen leiten lassen. Aber okay, du bist ein Vogel, du bist hässlich. So, lass dich von deinen Gefühlen leiten, dann wird sich der Weg offenbaren. Bist du bereit? Folge mir. Du hast mir gar nichts zu sagen. Das ist doch ein Drecksvogel. Ich mag ihn nicht. Ja. Wieso ist er so groß? Ja. Oh nein, hör auf. Sabbel nicht. Sabbel einfach nicht. Seit wann kann man auf Federn laufen? Ich weiß es nicht. Also, ich soll mich ja nicht nur auf meine Augen verlassen. Hallo. Und meinen Gefühlen sollte ich mich leiden lassen. Also, das sollte mal kein Wegweiser sein, der Vogel. Der sollte eher mal ein Psychoklempner werden. Ja, guck's dir an, wo ich stand. Juhu, nicht umsonst habe ich dich gedönst. Gefühl. Betritt den
Betritt nun den Schrein. Dich erwartet etwas, das dir auf deiner Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du hier zurückkehrst. Also ich bekomme einen Gegenstand hier in dieser Höhle, die irgendwie nur spitzer wird da unten. Bombies! Wenn ich hier Bomben bekomme, mache ich mal so. Es laggt immer ein bisschen, wenn ich Bomben werfe. Aber ich erstmal nehme ich die Kiste mit. Ich finde das als Deko cool, da springt er in die Kiste rein. Das finde ich total putzig. Ich hasse den Move. Ja, wir bekommen eine Lupe. Ja, also... Oh, ich sag dazu einfach nichts. Ich bekomme eine Lupe. Aber ich weiß ja, was die Dings macht aus Ocarina of Time. Und hier sind Spinnen gerade gewesen, habe ich gehört. Ah, die sind unsichtbar und jetzt muss ich hier meine Lupe einsetzen oder sowas bestimmt. Cheater. Your Mom, hör mal. Wow, wenn du damit gerechnet, dass da Rubine drin sind. Ich brauche die Bomben aber noch. So, ich hätte jetzt eigentlich mehr gedacht, dass hier ein Lied oder irgendwas drin ist, aber der hat der Gegenstand gesagt. Kisten! Wow, 50. So, und jetzt weiß ich auch, was das, das waren bestimmt so unsichtbare Platten oder sowas. Und darauf bist du auch gelaufen. Ja, siehst du? Von der Vogel konnte das sehen, ne? Oh, das war knapp. Aber wenn ich das sehen will, ne. Was bist du denn für einer? Guck ihn dir mal an. Guck dir den Mongo mal an. der hat den Schatten dann gemacht. Ach so, ja. So, aber ich möchte mit dir reden. Gott, wie spreche ich den? Ja. Ich gebe den russischen Akzent. Kann es sein? Kannst du mich wirklich sehen? Wenn dem so ist, dann folge mir. Ich weiß nicht, wie ich den sprechen soll. Das war auch kein russischer Akzent, wirklich. Ich hasse diese Folgerätsel. Coron, your mom. Stinkt. Alter, ich will dir nicht folgen. Ich will mal ein bisschen Magie sparen, ich sehe ja den Schatten. Ne? Wohin geht der denn? Ja, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen gay. Lass mich in Ruhe. Drecksvieh. Da rein bestimmt, oder? Das war, glaub, die Höhle. Jo. Stimmt. Das kann gut sein. Den roten Kreis finde ich ja total... Ah! Nicht die Bombe! Hoffentlich kannst du nicht sterben. Danke. Das wär's doch. Wohin soll ich dir denn noch überall folgen? Ja, genau. Und dann fallen wir dir einmal runter. Mann, bist du schlecht. Danke, du Affenarsch. Ich renn einfach mal zum Anfang, weil ich schätze mal, da werde ich hinrennen. Ach, guck mal, ich war schneller als er. Und zu mir sage ich, bin nicht schlecht, ne? Das sind die richtigen. Das liebe ich ja, das liebe ich ja. Alter, wo willst du mit mir hin? Ja, das ist schön. Das ist doch...
Hauptsache, ich warte, bis du da bist, ne? Ich verstehe den Typen nicht. Ich auch nicht. Vor allem, ich kenne dich nicht, aber du siehst mich. Deswegen komm einfach mal mit, ne? Das ist seine Bestimmung. Und meine Bestimmung ist es, ins Wasser zu fallen. Und zu tauchen, weil ich es nicht will. Das finde ich nicht lustig, hör auf. Ich schon. Ja. Und weil du das so lustig findest, überziehen wir den Partner um 2 Minuten oder so. Keine Ahnung. Ich will. Das gibt's doch nicht! Wie gesagt. Mann, bist du schlecht. Hoffentlich wartet der da oben. Was da oben sein wird. Und ob der Typ da irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun hat. Das und vieles mehr erfahren wir im nächsten Part von Majora's Mask. Ich bin der Chili Dog. Das war der Fair Gamer. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Sag noch was. Ciao.